Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Pallinger. Viele Jahre hat es gedauert. Nun ist sie fertig und startklar. Die europäische Trägerrakete Ariane 6. Die gewaltige Rakete wurde in 13 verschiedenen europäischen Ländern gefertigt, darunter auch in Österreich. Am 9. Juli soll sie nun in Französisch-Guyana starten und Europa damit erneut einen unabhängigen Zugang zum Weltraum geben. Aber was bedeutet das eigentlich? Und wie wichtig ist die Rakete für Europa und unsere Zukunft? Darüber sprechen wir heute mit Nina Klimburg-Wittjes. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Wien und hat den Bau der Rakete jahrelang begleitet. Im Podcast spricht sie darüber, warum ein neuer globaler Wettlauf um den Weltraum begonnen hat und welche Rolle Europa dabei spielt. Frau Klimburg-Wittjes, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Am 9. Juli soll jetzt nach wirklich reichlich Verspätung die europäische Trägerrakete Ariane 6 starten. Der Start wird dann in Französisch-Guyana stattfinden. Werden Sie dabei sein? Wäre ich natürlich gerne bei diesem historischen Start. Sind, glaube ich, alle Tickets schon ausgebucht für Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft. Also wir werden nicht dabei sein, wir werden es aber mit dem Future Space Forschungsteam hier an der Uni Wien auf jeden Fall gucken und unsere eigene kleine Launchparty machen. Das klingt ja nett auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist an vielen dieser Termin jetzt vorbeigegangen, wenn Sie nicht zufällig einen Bericht dazu gelesen haben. Warum ist dieser Start eigentlich wichtig? Also um was geht es da genau? Ja, das ist ein ganz lange erwarteter Start. Die Ariane 6 hätte schon vor vielen Jahren starten sollen. Das hat sich immer wieder verzögert. Grund waren technische Probleme, die Finanzierung, die immer wieder erhöht werden musste und letztendlich natürlich auch die Corona-Krise. Also auch der Weltraumbahnhof war im Lockdown. Und das waren alles Verzögerungen. Und der ist nicht nur deshalb so lange erwartet worden, der Start, weil es natürlich toll ist, jetzt eine neue europäische Rakete zu haben, sondern weil Europa sich auch in der Zwischenzeit zwischen der Ariane 5, der Vorgängerrakete, und dem Start der Ariane 6 in einer sogenannten Launcher-Krise befunden hat. Das heißt, Europa hatte keine eigene Trägerrakete, nachdem Ariane 5 praktisch in Pension gegangen ist und die neue noch nicht da war. Und das hat zu ganz großen Sorgen geführt, dass Europa keinen unabhängigen Zugang zum Weltraum hat. Was bedeutet es genau, unabhängiger Zugang zum Weltraum? Also warum braucht Europa überhaupt eine eigene Trägerrakete? Also unabhängiger Zugang zum Weltraum heißt, dass Länder oder Kontinente im Fall von Europa in der Lage sind, eigene Weltraummissionen zu starten auf ihren eigenen Raketen und dann eben auch zu ihren eigenen Bedingungen. Die Alternative ist praktisch wie bei einem Taxi oder bei einem Uber, sich also eine Fahrt zu kaufen, aber nicht eigene Kapazitäten dafür zu haben. Und das Wichtige ist, oder der Hauptpunkt für diesen unabhängigen Zugang zum Weltraum ist, dass es die strategische Autonomie Europas sichert. Und das sehen wir gerade jetzt. Deswegen war die Launcher-Krise auch so dringend, dass es geopolitisch natürlich sehr instabile Zeiten sind. Und da ist es für Europa besonders wichtig, eigene Kapazitäten zu haben und nicht abhängig zu sein von anderen Nationen, die auch nicht immer, und das ist eben auch gerade sehr viel im Umbruch, zuverlässige Partner sind. Ja, wir haben das gesehen ganz deutlich beim Ukraine-Krieg mit Russland. Bis zum Kriegsbeginn und den Sanktionen gegen Russland sind ganz viele europäische Missionen mit der russischen Soyuz-Rakete geflogen worden. Als das nicht mehr möglich war, hatte Europa bis jetzt zu dem Start der Ariane nur noch die Option, mit SpaceX zu launchen. Das ist gleichzeitig der größte Konkurrent. Das möchte man also nicht so gerne. Und dann gibt es natürlich neben der sicherheitspolitischen und geopolitischen Komponente noch die wirtschaftliche Dimension. Also durch die verschiedenen Weltraummissionen wird eine ganze Industrie auch aufrechterhalten. Erdbeobachtung, Satellitenkommunikation, Weltraumforschung, aber auch die Herstellung der Rakete selber schafft viele Arbeitsplätze, industrielle Entwicklung, ne, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europa auch im globalen Kontext. Also das eine ist praktisch, was wir, kann man so sagen, auf der Erde haben. Die Weltraumindustrie, die ganz wichtig ist für die europäischen Länder. Und das andere ist der Zugang zum Weltraum, um eigene Missionen mit eigenen Bedingungen durchführen zu können.
Sie haben jetzt schon einige Punkte angesprochen, die da wichtig sind. Könnten Sie für uns, für alle Laien unter uns vielleicht nochmal kurz erklären, für was diese Weltraummissionen dann gut sind? Also wie profitiert Österreich, wie profitiert Europa vielleicht von diesen Missionen? Es waren natürlich einerseits wissenschaftliche Missionen, die ganz, ganz wichtig sind. Zum Beispiel die Erforschung der Eismonde, die die ESA gerade macht. Wir haben aber vor allen Dingen, das ist der Hauptteil, zumindest in Europa, wo noch keine bemenschte Raumfahrt stattfindet oder durchgeführt wird, zumindest nicht auf europäischen Raketen, sind Satelliten die zentrale Komponente von europäischer Raumfahrt. Satelliten für Kommunikation, Navigation, für Erdbeobachtung, Galileo und Copernicus sind die beiden großen Programme. Und die Satelliten brauchen wir zum Beispiel, wenn wir Google Maps verwenden, wenn wir in Urlaub fahren wollen, aber auch für Hochwasserschutz, für Kommunikation, Fernsehen. Also es gibt kaum mehr Bereiche eigentlich in unserem täglichen Leben, wo wir nicht in der einen oder anderen Art und Weise von Weltraumtechnologie abhängig sind. Sie haben vorhin gesagt, Europa hat jetzt viel mit SpaceX kooperiert. Sind da auch sehr viele Gelder dann an SpaceX geflossen, um diese Weltraummissionen durchzuführen? Ja klar, also für die Zwischenzeit, ne, bis zu dem Launch von Ariane 6 müssten dann für auch Galileo und Copernicus-Satelliten, die ganz wichtigen europäischen Satelliten, Flüge mit SpaceX gebucht werden. Und dann fließt das Geld natürlich zum Konkurrenten, anstatt in der EU zu bleiben. Und das war auch relativ unangenehm für die europäische Raumfahrt, hat man auch nicht so gerne drüber geredet, aber es gab eben keine Alternative. Und jetzt mit der Ariane 6 ist die Hoffnung, dass es eine Alternative gibt wieder, dass Europa wieder den unabhängigen eigenen Zugang hat. Aber damit sind jetzt auch noch nicht alle Probleme gelöst, vor denen die europäische Raumfahrt steht. Also ich glaube, da wird mit Spannung erwartet aus vielen Gründen. Aber die neue Rakete muss sich auch erstmal beweisen, gerade auch bei dem zunehmenden Innovationsdruck und Wettbewerbsdruck. Die Ariane 6 ist nicht wiederverwertbar. Das heißt, die wird einmal gebaut, fliegt und dann muss man eine neue bauen. Das ist sehr kostenintensiv, während die Raketen von SpaceX wiederverwendbar sind und günstiger sind. Und das sehen wir jetzt gerade, ist eine große Herausforderung für Europa in dem mit oft New Space Race, also in diesem neuen globalen Wettlauf um den Weltraum, ist das eine der größten Herausforderungen, wettbewerbsfähig zu sein, zu werden und zu bleiben. Auf diesen Wettlauf um den Weltraum möchte ich dann gleich noch eingehen. Vielleicht noch kurz zu dieser Ariane 6, zu dieser Trägerrakete. Dieser Bau ist ja ein umfassendes Projekt, der viele Jahre lang dauert. Einige sagen ja, dass schon allein beim Start einer solchen Rakete die Rakete schon wieder veraltet ist. Stimmt das in gewisser Hinsicht? Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen davon, je nachdem, wen Sie fragen. Wenn Sie jetzt Ariane Space fragen, also die Firma, die für den Bau verantwortlich ist, würden die das wahrscheinlich nicht ganz so sehen. Aber grundsätzlich ist die Entscheidung für die Rakete, die jetzt in 2 Wochen gestartet wird, 2014 schon gefallen. Und da hat man noch zum Beispiel über die Wiederverwendbarkeit gar nicht so nachgedacht. Hat sich entschieden, das nicht zu machen und war dann natürlich ziemlich hintenher. Warum das in Europa länger dauert, das liegt natürlich vor allen Dingen an Europa, also an der europäischen Struktur der Raumfahrtindustrie. Die Rakete wird in vielen verschiedenen europäischen Ländern hergestellt, also Teile davon in 13 Ländern, die daran beteiligt sind, koordiniert von der ESA, der European Space Agency. Und viele der Komponenten einer einzigen Ariane-Rakete reisen dann zwischen europäischen Ländern hin und her. Die werden in einem Land gefertigt, in anderen nochmal weiterverarbeitet, dann zusammengeführt oder integriert in Bremen und dann per Schiff nach Französisch-Guyana gebracht. Und das dauert alles sehr, sehr viel länger, als wenn man das zentralisiert macht, wie das zum Beispiel Elon Musk macht. Deswegen sind diese Vergleiche zwischen SpaceX und der Ariane oder SpaceX und der europäischen Raumfahrt auch immer so ein bisschen schwierig, weil es einfach ein ganz anderes System ist. Es wird anders hergestellt und die Gründe, warum es anders hergestellt wird, warum es so dezentral gemacht wird, hängen ganz eng mit der Geschichte der Ariane und auch der Geschichte europäischer Integration zusammen. Sie haben ja diese Bauzeit, diese Entstehungsgeschichte dieser Trägerrakete viele Jahre lang begleitet, waren da auch in unterschiedlichen Ländern und haben sich das zum Teil vor Ort angeschaut. Was haben Sie jetzt daraus gelernt? Sie haben jetzt schon einige Punkte angesprochen und auch diesen Nachteil, es dauert alles sehr lang, wenn die Teile in einzelnen Ländern dann angefertigt werden und dann irgendwo anders wieder zusammengeführt. Gibt es da auch Vorteile in diesem ganzen Prozess? Eine gute Frage. Also ich glaube, so der Hauptpunkt, den wir immer wieder sehen, wenn wir die Ariane erforschen oder überhaupt die europäische Raumfahrt, ist, dass große Technologieprojekte wie die Ariane immer ganz eng politischen, wirtschaftlichen, sozialen und auch kulturellen Entwicklungen und Entscheidungen verbunden sind. Ne?
Also wir sehen die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Technologie und Gesellschaft ganz deutlich anhand dieser Rakete und auch, wie sich das über die Zeit verändert. Also als europäische Länder die Entscheidung für eine gemeinsame Mittelstreckenrakete, die Ariane 1, getroffen haben, war der Zweite Weltkrieg noch gar nicht so lange her. Und das waren Länder, die sich gekriegt haben und die sich dann entschieden haben, das ja auch nötige Vertrauen aufzubringen, gemeinsam in Weltrauminfrastrukturen zu investieren. Also auch damals schon die Vision, Raumfahrt gemeinsam als Europa machen zu wollen. Und das hat auch lange gut funktioniert. Das war zwar teuer, aber es hat auch sehr gut geklappt. Die Ingenieure, mit denen wir sprechen, sagen auch, wie sehr sie davon profitieren, dass sie international auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, weil alle Länder ein bisschen unterschiedlich ausbilden, unterschiedliche Zugänge haben. Also die sehen das sehr positiv. Ariane 5, also die in Pension gegangene Rakete, war sehr, sehr, sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt. Aber es hat sich eben sehr viel verändert mit dem Beginn des neuen Space Race, mit der Kommerzialisierung der Raumfahrt, mit dem Wettbewerbsdruck, mit der Konkurrenz, unter der Europa jetzt gerade sehr leidet. Aber auch innereuropäisch ist der Wettbewerb, hat sich verstärkt. Und wir sehen, wie in anderen Sektoren, wie in anderen politischen Bereichen, auch sehr starke Disintegrationsmomente. Also wo die Frage auf einmal wieder aufkommt, wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, wenn wir gegen Elon Musk nicht ankommen, sollten wir es dann nicht vielleicht doch in kleineren Gruppen oder wieder national, dann könnten wir erfolgreicher sein, wenn einzelne starke Länder, Deutschland, Frankreich, Italien zum Beispiel, wenn nur die drei zusammenarbeiten oder auch jeder alleine für sich steht. Und da sehen wir gerade, wie ein sehr schönes Integrationsprojekt, ich würde nicht sagen auseinanderfällt, aber oftmals in Frage gestellt wird. Und da ist die Zukunft auch noch relativ offen, wie das langfristig weitergehen soll. War eigentlich auch Österreich an dem Bau beteiligt? Mhm. Österreich ist auch an dem Bau der Ariane beteiligt, ist Teil der ESA. Und welche Komponenten Österreich macht, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Sie haben jetzt schon mehrmals diesen globalen Wettlauf angesprochen um den Weltraum. Warum gibt es den eigentlich? Also was erhoffen sich die unterschiedlichen Akteure davon? Ja, also ich glaube, allen ist wahrscheinlich, oder den meisten Leuten ist wahrscheinlich das erste Space Race bekannt zwischen der ehemaligen Sowjetunion und den USA. Und danach, nach dem Ende des Kalten Krieges und diesem Wettlauf ums All auch aus Prestigegründen und militärischen, sicherheitspolitischen Gründen, ist erstmal lange eigentlich gar nicht so viel passiert. Also die Raumfahrt war so ein bisschen eine Art Dornröschenschlag. Und das hat sich dann mit dem Aufkommen von kommerziellen Akteuren, SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab und anderen, und auch der Kommerzialisierung von vielen Bereichen der Raumfahrt, wie zum Beispiel den Satellitenbildern, Zugang zu Satellitenbildern, das war vorher vor allen Dingen staatliche Akteure und Geheimdienste, ist dann offen geworden, sodass wir es jetzt auch alle auf Google Maps sehen können, wo wir in Urlaub hinfahren wollen. Also es gab allgemein eine Öffnung durch die Kommerzialisierung und Privatisierung. Und gleichzeitig haben aber auch mehr Länder investiert in die Raumfahrt, in der Hoffnung, zum Beispiel durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse wie Eis und damit Wasser am Mond, aber auch Ressourcenabbau, Asteroidenmining von dem Weltraum als Wirtschaftsraum zu profitieren langfristig. Und durch die verändernden geopolitischen Bedingungen, die wir gerade erleben, ist auch der Weltraum wieder ein militarisierter Raum geworden. Das heißt, die beiden großen Bereiche, die wir jetzt sehen, ist einerseits Verteidigung, Rüstung, Militarisierung, andererseits kommerzielle Interessen der Weltraum als Wirtschaftsraum. Und natürlich ist dazwischen auch noch Wissenschaft und Forschung, für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber dominant ist dieser Aspekt entweder in Beziehung zu kommerziellen Interessen oder in Beziehung zur Sicherheit und Verteidigung. Haben da Unternehmen wie zum Beispiel SpaceX und Staaten zum Teil ähnliche Interessen, was diese Weltraummissionen betrifft? Ja, das würde ich schon sagen. Also man kann es auch, glaube ich, gar nicht immer so trennen. Auch SpaceX bekommt ganz viele Subventionen von der amerikanischen Regierung. Also das ist schon auch sehr verschränkt. Viele Staaten haben die Kommerzialisierung aktiv mit vorangetrieben, haben sehr viel investiert in die kommerzielle Raumfahrt, weil einfach klar war, dass allein die staatlichen Gelder nicht reichen für die Innovationen, die man vorantreiben wollte. Und das sieht man jetzt schon, dass der Eintritt von kommerziellen Akteuren den Wettbewerb in der Raumfahrt sehr verschärft hat. Und das zu einer Senkung der Kosten für den Zugang zum Weltraum geführt hat. Das ermöglicht dann nicht nur staatlichen Akteuren, sondern auch anderen privaten Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen den Zugang zum Weltraum. Das heißt, wir haben mehr Akteure, wir haben schnellere Innovation, wir haben einen leichteren Zugang zum Weltraum und damit haben wir auch eine Art von Normalisierung der Raumfahrt. Also dass es nicht nur die ganz großen staatlichen Agenturen machen, sondern auch kleine Startups mitmachen können, kleinere Forschungseinrichtungen.
das ist eigentlich alles ganz, ganz spannend, hat auch viele positive Aspekte, hat aber eben auch einige Risiken und sehr, sehr viele Unklarheiten, wenn es um Regulation geht, wie wir eigentlich in der Zukunft den Weltraum nutzen wollen, wer ihn nutzen kann. Wenn man sagt, der Zugang hat sich erleichtert, ist natürlich eine ganz wichtige Frage auch, der Zugang für wen hat sich hier erleichtert? Wer kann da mitmachen? Der Weltraum ist Global Commons, im Prinzip gehört es allen. Kein Land kann den Anspruch auf bestimmte Gebiete stellen. Nachdem das auch vertraglich noch gar nicht so richtig festgelegt ist, würde ich schon sagen, dass es im Moment eine Art von Goldgräberstimmung gibt. Das Recht des Stärkeren oder wer zuerst kommt, mal zuerst. Mit Frau Klimburg-Wittjes sprechen wir gleich noch über die Gefahren von Weltraumschrott und was sich dagegen tun lässt und was die Weltraummissionen mit Kolonialismus zu tun haben. Davor machen wir aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden, auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden. Sie haben vorhin schon angesprochen, ein großer Teil ist auch der militärische Nutzen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Inwieweit ist der Weltraum zu einem erweiterten Kriegsschauplatz geworden, wie Sie es in einem Artikel schon einmal geschrieben haben? Ja, ich würde sagen, der Weltraum ist ein sehr umkämpfter Bereich geworden, aber immer schon auch militärisch genutzt oder wurde militärisch gesehen. Was wichtig ist, ist diese Unterscheidung. Also es ist nicht im traditionellen Sinne ein Kriegsschauplatz. Es finden keine Star Wars-Kriege statt im Weltraum. Aber wir sehen ganz klar, dass es eine Militarisierung gibt und viele Länder, darunter auch Amerika, Russland, China und andere, Indien, begonnen haben, ihre militärischen Fähigkeiten im Weltraum auszubauen. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung, der Einsatz von Aufklärungssatelliten, Kommunikation, Navigation, aber auch Überwachung, Frühwarnsysteme und Möglichkeiten zur Abwehr von Bedrohungen aus dem Weltraum. Was wir da am stärksten sehen und was auch sehr, sehr besorgniserregend ist, sind die sogenannten Antisatellitenwaffen oder ASAT. Da gibt es auch in den globalen Foren, bei der UNO zum Beispiel, eine wachsende Besorgnis über die Entwicklung und das Testen von Antisatellitenwaffen. Das sind im Prinzip Waffen, die feindliche Satelliten zerstören können, außer Gefecht setzen können. Und das führt dann zu Störungen bei der Kommunikation oder Navigation. Und Länder wie Amerika, Russland, China und Indien haben bereits diese Tests durchgeführt mit ihren eigenen alten, nicht mehr gebrauchten Satelliten. Natürlich auch eine geopolitische Machtdemonstration, weil letztendlich heißt es, ich kann meinen Satelliten abschießen, dann kann ich auch deinen Satelliten abschießen. Und das zeigt nicht nur, dass wir diese schnelle Militarisierung sehen, sondern auch erhöht ganz, ganz stark die Menge an Weltraumschrott. Also die zerstörten Satelliten durch diese Tests, die zersplittern im Prinzip in ganz viele tausende Einzelteile und die bleiben dann auch im Weltraum über Jahre oder auch Jahrzehnte und bedrohen die noch funktionierenden Satelliten und stellen allgemein ein ganz großes Risiko dar. Über das Thema Weltraumschrott möchte ich eh auch gleich noch mit Ihnen sprechen. Vielleicht kurz davor noch zu diesem militärischen Aspekt. Wie steht Europa da eigentlich da? Das ist eine gute Frage. Also Europa ist, muss dann auch nochmal diese Begriffsunterscheidung machen. Es gibt in Europa die ESA, das ist die zivile Europäische Weltraumagentur. Dann haben wir das neu gegründete EUSPA, also das Space Program der Europäischen Union, die eine starke Sicherheits- und Verteidigungskomponente haben. Und das ist eine relativ neue Entwicklung, dass es diese zwei Institutionen gibt. Und das EUSPA ist auch Teil von der Generaldirektion Weltraum, Verteidigung und Industrie. Also wir sehen, dass es da eine Verschiebung gibt oder eine Reintegration von Weltraumaktivitäten in den Verteidigungsbereich. Auf vielen Konferenzen, in vielen Interviews, die wir machen, in unserem Forschungsprojekt, hören wir immer wieder, dass die Synergien zwischen Weltraum und Verteidigung gestärkt werden müssen. Also wir sehen schon, dass es in Europa ein stark wachsendes Interesse gibt, den Weltraum auch in militärischer Hinsicht zu definieren und zu nutzen, nicht im Sinne von Angriff, aber im Sinne von Verteidigungsinfrastrukturen, um die eigenen Weltraumtechnologien zu schützen vor Angriffen. Weil wir halt sehen, dass wir schon auch sehr abhängig sind von Satelliten, auch für militärische Einsätze
Und da die Möglichkeiten, diese Satelliten zu stören oder anzugreifen, auch durch Cyberangriffe, steigt. Und dieser Abhängigkeit möchte man begegnen, indem man eben Weltraum und Verteidigung stärker miteinander verschränkt. Wir sehen das auch im Bereich von Weltraumdoktrinen und Strategien. Also, dass viele Länder angefangen haben, neue Strategien zu entwickeln und den Weltraum als wichtigen Bereich für nationale Sicherheit und Verteidigung anerkennen. Also damit zum Beispiel die vielleicht bekannte Space Force in den USA. Aber wir haben auch neu entstandene Weltraumkommandos in Deutschland und natürlich in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Sie haben schon gesagt, die Zerstörung dieser Satelliten, die manche Staaten eben durchführen als Test, die führt dann dazu, dass es mehr Weltraumschrott gibt. Welche Gefahr geht von diesem Weltraumschrott aus? Werden da tatsächlich aktuell schon Satelliten zerstört dadurch? Ja, also Weltraumschrott, vielleicht nochmal so als Kontext, Weltraumschrott sind nicht nur die Satelliten, die jetzt durch die ASATs abgeschossen werden, sondern auch übrig gebliebene Raketenteile, Trümmer, vergessene Werkzeuge von Astronauten und eben auch ausgediente Satelliten. Und die umkreisen vor allen Dingen in der Höhe von ungefähr 2000 Kilometern über der Erdoberfläche, also im Low Earth Orbit, im niedrigsten Orbit, den wir auch am meisten brauchen, umkreisen die Erde. Und die Gefahren, die davon ausgehen, sind lange unterschätzt worden. Es sind schon seit den 70ern bekannt, dass es eine Kettenreaktion geben kann von den Kollisionen und Fragmentationen von Weltraumobjekten. Also das heißt, wenn zwei Objekte aufeinander stoßen und kollidieren, dann verteilen sie sich in ganz viele kleine einzelne Teile. Und das ist dann eine exponentielle Erhöhung des Risikos, dass noch mehr Schrott entsteht. Was so die bekanntesten Beispiele sind, ist, dass die ISS umgelenkt, also ausweichen musste, weil ein Teil auf sie zugesteuert ist. Die Astronauten mussten in Deckung gehen, praktisch mussten Schutz suchen in der ISS. Und das ist alles sehr, sehr kostspielig. Und die langfristige Gefahr ist vergleichbar mit Mikroplastik, mit nuklearen Abfällen, den Plastikpatch im Pazifischen Ozean. Also wir haben im Prinzip schon seit Jahrzehnten angefangen, den Weltraum zu verschmutzen. Kann man auch als Form der Umweltverschmutzung durchaus verstehen. Im Moment geht die ESA davon aus, dass es ungefähr 9.300 Tonnen Weltraumschrott in den verschiedenen Orbits gibt. Und die langfristige Gefahr davon ist, dass wir verschiedene Umlaufbahnen nicht mehr nutzen können. Das ist eine der vielen Gefahren. Die Gefahr, dass einem ein Stückchen Weltraumschrott auf den Kopf fällt, ist relativ gering. Aber gerade wenn wir so über die langfristigen Zukünfte von unseren Gesellschaften mit dem Weltraum nachdenken, kann es gut sein, dass wir uns da selber im Weg stehen durch die vergangenen Jahrzehnte an Weltraumschrott, den wir dahin gebracht haben und den wir nicht so einfach runterholen können. Stichwort runterholen. Gibt es irgendwelche Dinge, die wir dagegen tun können? Was lässt sich gegen Weltraumschrott unternehmen? Es hat jetzt letzte Woche die ESA eine neue Charter veröffentlicht, die Zero-Degree-Charter, wo verschiedene Unternehmen und Organisationen aus der Raumfahrtbranche sich angeschlossen haben. Also im Prinzip ein Papier, eine Bemühung zur Vermeidung von Weltraummüll. Und die soll bis 2030 zur kompletten Vermeidung von Rückständen im Weltraum führen. Und das ist im Prinzip der Ansatz, auch ganz, ganz wichtig. In Zukunft machen wir es besser. Das ist absolut notwendig. Sonst könnte mehr Weltraumschrott eben die Umlaufbahn komplett unnutzbar machen. Also wir müssen versuchen, das möglichst frei zu halten. Das ist jetzt eine starke Bemühung der ESA und da ist Europa auch grundsätzlich ganz stark. Dann gibt es verschiedene Prototypen und Missionen, Technologiedemonstrationen, die mit verschiedensten Ansätzen versuchen, große Weltraumschrottteile, also zum Beispiel intakte, aber nicht mehr funktionierende große Satelliten, runterzuholen mit Roboterarmen, die das dann greifen können und in eine niedrigere Umlaufbahn ziehen können, wo dann sowohl Satellitenadapter und auch das Teil, was man runterholen möchte, beide in einer niedrigeren Umlaufbahn verglühen in der Atmosphäre. Also da gibt es schon verschiedene Pläne. 2026 soll die nächste Mission starten, aber das wird jetzt so schnell nicht unser Problem lösen. Das sind sehr kostspielige Missionen, die vor allen Dingen einzelne große Teile runterholen können. Die tausenden kleinen Teilchen, die lassen sich gar nicht einfach mehr runterholen. Kommen wir noch einmal zurück zur Trägerrakete Ariane 6 und zum geplanten Start am 9. Juli. Dieser wird ja, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, in Französisch-Guyana stattfinden. Wie kommt es eigentlich dazu? Wie es dazu kommt, dass der Start in Französisch-Guyana stattfinden wird? Genau, wie kommt es eigentlich dazu, dass der Start dort stattfindet? Also es ist eine gute Frage und glaube ich auch einer der Gründe, warum viele in Europa das gar nicht ganz so mitkriegen vielleicht mit der Ariane, weil es auch sehr
weit weg stattfindet, ein bisschen unsichtbar ist, sowohl im Weltraum als natürlich auch auf der Erde. In Französisch-Guyana, das zu Frankreich gehört, als ein Overseas Territory, also noch aus der Kolonialzeit stand, ist der Europäische Weltraumbahnhof. Den hat die französische Raumfahrtagentur praktisch auch den europäischen Partnern zur Verfügung gestellt. Der Grund, warum das jetzt nicht in Brüssel ist, ist relativ klar. Also man braucht natürlich sehr viel Platz, man braucht die Nähe zum Äquator, man braucht die Nähe zu einem Ozean, in dem Fall auch zu einem Dschungel, um die Risiken, falls was schief geht bei dem Staat, zu reduzieren. Deswegen ist der Europäische Weltraumbahnhof dort und nicht in Europa. Warum die Nähe zum Äquator, warum die Nähe zum Ozean für den Start einer solchen Trägerrakete? Genau, also die Nähe zum Ozean ist, wenn etwas schief geht, dann stürzt es in den Ozean und nicht in besiedelte Gebiete. Die Nähe zum Äquator gibt der Rakete praktisch nochmal einen extra Anschub und spart damit Kosten und Fuel, also den Antrieb. Und genau, also es ist auch der Grund, warum verschiedene Länder ihre Weltraumbahnhöfe in unterschiedlichen Regionen haben. Und für Frankreich heißt es, dass es damit ganz deutlich nochmal macht, was die Verbindungen zur Kolonialgeschichte sind und zur Kolonisierung, dass man überhaupt einen Teil von Europa in Südamerika haben kann. Sie haben schon einmal geschrieben, dass diese Lehren aus der Kolonialgeschichte auch im Weltraumsektor völlig ignoriert werden. Könnten Sie noch einmal erklären, was Sie damit gemeint haben? Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass sie völlig ignoriert werden. Aber wir sehen schon in Strategiepapieren, in Interviews, in Diskursen zur Raumfahrt, dass es sehr wenig Bewusstsein dafür gibt, wenn zum Beispiel Aussagen getroffen werden, wie wir müssen neue Planeten kolonisieren, wir müssen menschliche Besiedlung dort aufbauen, wo sonst nichts ist. Also es sind Begrifflichkeiten, auch diese Lehre, die auch im Weltraum ja gar nicht unbedingt gegeben ist, mit der auch koloniale Expansion gerechtfertigt worden ist. Das ist praktisch auf der diskursiven Ebene ist das ein Punkt, wie darüber gesprochen wird. Let's colonize Mars. Auf einer anderen Ebene, praktisch mehr wieder zurück auf der Erde, sehen wir, wie viele Weltrauminfrastrukturen aufgebaut, betrieben werden in Gebieten, die kolonisiert waren und wo Menschen, die dort leben und auch über die letzten Jahrzehnte schon sehr, sehr wenig davon profitieren. Das heißt, wir haben einen Sektor mit der Raumfahrt, der sehr gewinnbringend ist. Gleichzeitig sind die Gewinne davon aber sehr, sehr ungleich verteilt. Die Kosten dafür im Sinne von Umweltverschmutzung, aber auch im Sinne davon, wo, in welchen Gebieten praktisch Infrastrukturen ausgebaut werden, ohne die Bewohnerin wirklich zu fragen oder dann auch Umsiedlungen voranzutreiben, sehen wir zum Beispiel bei den großen Teleskopen in Hawaii, wo es immer wieder Proteste gibt der lokalen Bevölkerung, für die die Teleskope, wie wichtig deren Forschung auch immer ist, auf religiösen Stätten stehen, die sie so dann nicht mehr verwenden können. Also da gibt es viele Parallelen, sowohl in den Diskursen als auch in der technologischen Infrastruktur, wo es eine breitere Diskussion bräuchte, wie sind eigentlich Weltraumtechnologien, auch dieses Framing von europäischen Stakeholdern manchmal, Europa ist ein Kontinent der Entdecker. Das soll motivieren und das kann es ja auch, aber diesen Rückbezug oder diese Reflexion zu machen, dass solche Aussagen auch schon mal getroffen worden sind in einem anderen Kontext, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Wie sehen die Menschen in Französisch-Guyana den Start der Ariane 6? Das kann ich so pauschal nicht sagen, weil wir dort keine Interviews gemacht haben. Aber wir verfolgen natürlich die Debatten und wir verfolgen auch die Proteste, die es gegeben hat. Nicht jetzt unbedingt mit der Ariane 6, aber grundsätzlich ist es eine sehr arme Region, sehr geringe Bildung, sehr hohe Kriminalität. Und da gab es immer wieder Proteste, die auch dazu geführt haben, dass die zentrale Zugangsstraße zum Weltraumbahnhof blockiert worden ist, Raketenstarts verhindert worden sind. Nicht unbedingt, weil die Einwohnerinnen sehr stark gegen den Weltraumbahnhof als solchen sind, sondern dass sie eben in keiner Form davon profitieren, dass diese Infrastruktur da bereitgestellt wird, sondern dass es tatsächlich ein europäisches Territorium ist, wo die wichtigen, die gut bezahlten, die qualifizierten Jobs mit Europäerinnen besetzt werden und für die lokale Bevölkerung eigentlich nur noch gering bezahlte oder gar keine Jobs da sind. Da gibt es also sehr wenig Integration zwischen dem Hightech-Sektor, der sehr viel Profit abwirft, und einer Region, in der die Straßen nicht funktionieren, der öffentliche Transport nicht funktioniert und manchmal auch Wasser und Strom nicht funktionieren. Da sieht man sehr stark diese Kontraste. Es könnte also sein, dass sich der Start der Ariane 6 vielleicht doch noch einmal verzögert, wenn es vielleicht dort vor Ort noch zu Protesten kommt. Ich glaube, es ist alles offen und ich glaube, alle, die daran beteiligt sind, sind im Moment auch ziemlich angespannt, ob alles gut geht. Wir hoffen jedenfalls, dass bei dem Start alles klappt und ich wünsche Ihnen auch viel Spaß in Ihrer Launch dann beim Verfolgen des Starts. Vielen Dank, Frau Klimburg-Wittjes, für das interessante Gespräch und dass Sie heute hier bei uns waren. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns doch gerne ein E-Mail
an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch damit dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser Leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen. Ich bin Scholt Wilhelm. Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.